Ich gebe so auf die Eier. Mich schreckt das eigentlich einfach nur auf, dass er ein fauler Mensch ist. Er macht gar nichts. Er bemüht sich einfach nicht. Ich will den einfach nicht heiraten. Jeden Tag ist einfach nur Stress mit dem. Ich feier uns so, wie wir sind. Ich feier uns so, wie wir sind. Guten Morgen. Mama, guten Morgen. Guten Morgen. Guck mal, sag mal guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Fettsack. Hey. Hallo, Fetti. Hallo, Papa Gussi. Sag mal, wir müssen eh eine Pampi machen. Diesen Monat, das war jetzt der erste Monat, wo Justin Geld bekommen hat. Und da haben wir halt auch viel ausgegeben. Ne? Zum Beispiel, wir haben einen neuen Buggy für die Vivien geholt. Und wenn so Sachen halt nicht gewesen wären, dann wäre das wahrscheinlich was anderes gewesen. Aber die braucht halt einen neuen Buggy. Und dadurch wahrscheinlich. Sobald die wieder was haben, dann ruft die mich an und gehe ich wieder arbeiten. Weil das ist jetzt quasi unbezahlter Urlaub. Weil ich ne, noch so frisch dann da bin und aus diesem Grund zahlen die nichts für die Tage, die ich jetzt zu Hause bin. Das ist bei Justin, der schmeißt halt alles einfach durch die Gegend. Ne? Dann isst er irgendwas, lässt das Papier liegen und so. Und ich muss da wegräumen. Oder letztes Mal hat er es einfach hinter das Sofa mal eben geschmissen. Also ich muss dann halt auf jeden Fall mehr machen hier, wenn er da ist. Brauchst du jetzt nicht hier zu, ne, zu lügen? Ja, du, wo zicken wir uns denn an? Du lügst. Guck jetzt schon wieder. Du bist wieder frech. Das ist kein Anzicken, das ist ein normales Ausdiskutieren. Also sag mir das bitte. Es geht um so Kleinigkeiten, so, ne? Du bist halt immer am Meckern und so. Ja, kein Wunder, wenn du überall deinen Müll unterliegen lässt. Wenn ich arbeiten will, dann komm ich nach Hause, dann ist alles gut. Und wenn wir jetzt den ganzen Tag wieder zu Hause sind, dann nervt schon, dann geht man sich tierisch auf die Eier. Wir fucken uns gegenseitig schon übelst ab dann, auf jeden Fall. Also hoffe ich, dass ich jetzt schnell wieder arbeiten bin. Guck mal, da gehst du ab Sommer in die Kindergarten. Guck mal, da. Hä? Gut? Ja. Ich bin voll nervös wegen morgen. Wieso nervös? Wird schon schief gehen. Ja, also ich habe so ein geteiltes Gefühl. Ich freue mich, aber hab halt auch ein bisschen Angst. Und weißt du, mein Schatz? Ich denke mal nicht, dass die beißen, also brauchst du keine Angst haben. Aber meine Tochter beißt. Aber meine Tochter beißt. Danke. Mein Zeugnis ist nicht so besonders gut, ne? Ich bin junge Mutter, das ist halt auch meistens so ein Problem, ne? Wenn man schon ein Kind hat. Aber ich bin einfach gespannt, was draus wird. Guten Tag. Hallo, Frau Altauge. Hallo. Ingmar Wiener ist mein Name. Kommen Sie rein. Sie interessieren sich also für eine Ausbildung bei den Johannitern. Genau. Was interessiert Sie denn am Helfen? Wie meinen Sie das? Was finden Sie daran interessant? Ja, so genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Okay. Aber ich finde es einfach interessant. Mhm. Haben Sie sich schon ein bisschen erkundigt vor, so was so... Also ich habe viel schon im Internet gelesen. Aha. Ich habe auch ein Jahrespraktikum beim Allgemeinmediziner gemacht. Okay. Und ja. Was war das für eine Erfahrung? Wollen Sie da ein bisschen mal... Ja, es war sehr schön schon. Ja, viel konnte ich halt noch nicht machen, weil es halt nur ein Praktikum war. Ne? Ja. Aber so EKG und so konnte ich halt schon machen. Also ich kann Ihnen vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen aus der Praxis, sag ich mal. Letztlich ist natürlich der Rettungsdienst und auch der Krankentransport eine 24-Stunden-Aktivität. Mhm. Letztlich heißt das eben Arbeiten im Schichtdienst. Häufig eben auch wechselnd dann, dass es mal früh ist und mal spät. Mhm. Also da sollte man sich gut überlegen, ja, wie klappt das mit der Kinderbetreuung? Ne? Ja. Sie hat einen Schulabschluss, das ist schon mal eine Leistung, die sie erbracht hat.
Sie kümmert sich um ihr Kind, ja offensichtlich sehr rührig. Das heißt also diese Hinwendung zu anderen Menschen, Empathie, ja, sehe ich. Sie hat Erfahrung in dem ein Jahr in der Arztpraxis. Das heißt, es scheint also jetzt auch nicht so eine Eintagsfliege zu sein. Ich will mal gucken, was im Rettungsdienst geht, sondern mit dem Thema Medizin hat sie sich offensichtlich auseinandergesetzt. Ich glaube schon, dass das sehr anstrengend wird, ne? Auch mit der Kleinen da noch mittendrin. Aber wenn ich was will, dann schaffe ich das auch. Ich habe die Schule ehrlich gehasst. Aber ich glaube, das lag einfach an den Fächern. Zum Beispiel, ich hasse Mathe wie die Pest. Aber bei den Sanitätern jetzt zum Beispiel, also bei den Johanniter da, also mir macht das halt Spaß, denke ich mal. Das ist halt das, was ich machen möchte. Schule wollte ich nie machen. Und wegen dem Regen müssen wir gucken und du musst auch gucken wegen dem Kleid. Ich muss mir irgendwie einen vernünftigen, halbwegs vernünftigen Anzug besorgen. Ja. Einen Anzug gehe ich ja mit meiner Oma holen. Mhm. Die hat da ja Bock drauf. Ja. Und wie sieht's eigentlich aus? Was für ein Budget setzen wir uns für Kleid und Anzug und Ringe und alles? Das kann ich dir noch so gar nicht sagen. Ich müsste erst mal gucken, so, wo überhaupt so die Preisklassen so liegen. Ich habe da überhaupt keinen Plan von, was ein vernünftiger Anzug so kosten soll. Ich denke mal so 200 Euro bestimmt. Und dein Kleid bestimmt noch viel mehr. Naja, das glaube ich nicht. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich heirate nie, aber Justin ist halt der Richtige. Oh. Und ja. Warum bin ich der Richtige? Dadam. Komm, hau raus. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Der Hauptgrund ist halt, weil wir uns lieben, ja, und wie wir, unser gemeinsames Kind. Und deswegen halt möchten wir uns gerne heiraten. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich Justin heiraten möchte. Natürlich gibt es überall Streit mal, aber das verbindet dann halt immer wieder ein bisschen mehr. Ja, da freue ich mich, ne? Action, ne? Action, was zu essen, ja, geil. Das könnte eventuell ein bisschen viel für dich sein. Weißt du, Ausbildung und gleichzeitig noch arbeiten. Ja, war verschwunden. Aber wenn du sagst, nö, dann okay. Und du hast im Moment ja sowieso keinen Job, also kannst du ja auch mal nachher gucken. Warum dreht es sich doch gar nicht, Ashley? Ja, doch. Ja, du brauchst das wieder nicht, Alter. Ja, doch, aber es ist ganz ehrlich, lass mich doch einfach machen. Ich kümmere mich wenigstens drum. Jetzt muss ich aber auch nichts tun, besser. Ich echt einen Anfall, Mann. Das fuckt mich einfach nur übers ab. Dass ich immer wieder mir von ihr diese Scheiße jedes Mal anhören muss. Das geht mir so auf die Eier. Mich regt das eigentlich einfach nur auf, dass er ein fauler Mensch ist. Er macht gar nichts. Er bemüht sich einfach nicht. Er hat noch nie in seinem ganzen Leben eine Bewerbung rausgeschickt. Ja, der ist 20, Alter. Wann will der denn mal anfangen zu arbeiten? Ja, das ist ja das, was ich meine. So, dann hätte ich ja für euch gemacht, Hochzeit feiert. Ja, wie soll das denn funktionieren? Schau, darum geht's doch, um Geld zu verdienen. Von Liebe krieg ich meine Tochter nicht ernährt. Wenn ihr hier seid, ist er eingeschnappt und geht raus. Ja, ist doch nicht mein Problem, oder? Wenn er wie ein Kind immer wegkrabbelt. So, und jetzt? Sprecht ihr eigentlich mal miteinander, wenn ihr euch so gestritten habt? Oder habt ihr totgeschwiegen? Das ist gerade so real shit. Aber sprecht ihr da irgendwann mal drüber, oder? Da wird schon mal gesprochen. Da wird einfach nur 2-3 Stunden die Fresse gehalten und dann ist wieder gut. Ja. Was soll man denn reden jetzt? Es tut mir so leid. Nee, bestimmt nicht. Gibt nicht. Ja gut, aber ihr müsst doch. Aber du musst doch eine Meinung haben. Solange der nichts eintritt. Die darf ich ja nicht äußern. Ja, warum denn nicht? Das ist doch Quatsch. Ja, und dann bin ich. Ja, und dann ist die Sache nicht. Dann bin ich aber dann wieder doof. Bist du doch gerade auch, also.
Ach, guck mal, das erlebst du mal schön. Ja, das ist doch weit. Ja, lächerlich. Geh in die Krabbelgruppe, mach ganz einfach. Mach mich von Haus, ich hab keinen Bock mehr. Bye, bye. Du ziehst aus, hast du eben gesagt, ne? Ich will den einfach nicht heiraten. Jeden Tag ist einfach nur Stress mit dem. Jeden Tag. Ich feier uns so, wie wir sind.